beende diese Folge jetzt gleich, wenn ich zu Hause angekommen bin. Und ich bin noch nicht tot. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Let's Play Minecraft. Ja, wir sind ja seit Tagen schon in diversen Höhlen unterwegs und ich befürchte, da wird sich auch heute nicht so richtig viel dran ändern. Aber das ist auch nicht weiter tragisch, weil ich so ein bisschen was erzählen möchte, und zwar, dass wir im Grunde auf dem Weg sind in die letzten Folgen dieses Let's Plays hier schon. Und deswegen lohnt es sich jetzt auch nicht, hier noch irgendwas nachwachsen zu lassen. Ja, ich habe mich dazu entschieden, das Projekt hier als beendet anzusehen. Was heißt also beendet? Nicht wirklich als beendet, sondern ich werde das Projekt beenden, aber ich sehe halt da keinen Nährwert drin, das jetzt noch weiter fortzuführen. Also, ich habe es ja gestern in der Folge schon gesagt, da mangelt es mir halt irgendwie doch ein bisschen an Spannung in dem ganzen Projekt. Wie gesagt, ich habe da, glaube ich, gestern ziemlich ausführlich drüber gesprochen, warum ich das Projekt jetzt hier nicht weitermachen möchte oder weitermachen werde. Wenn er wissen wollt, wie meine Gedanken da sind, dann guckt euch einfach die Folge von gestern mal an. Da seht ihr, was ich mir so gedacht habe, warum wir das Projekt jetzt hier doch nicht fortführen werden. Und aber dann kann ich auch direkt erzählen, dass das neue Projekt, also dann auf jeden Fall Minecraft Hexit sein wird, einfach. Ich habe, sagen wir mal, wenig Feedback bekommen in den Kommentaren. Und warum habe ich denn da vorne eigentlich ausgeleuchtet? Naja, egal. In den Kommentaren wenig Feedback bekommen, und deswegen habe ich jetzt einfach mal so entschieden, dass das neue Projekt dann halt eben Hexit sein wird. Einfach weil es ein Projekt ist, oder ein Modpack, sagen wir es mal besser so, was mir halt unglaublich viel Spaß macht. Und ich habe das schon gespielt gehabt mal, so ein bisschen, ein paar Stunden, und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Es ist so viel drin, es ist ein Modpack mit knapp 70 Mods, und ja, es ist halt viel Kampf, viel Dungeons, also unter anderem ist ja auch Better Dungeon mit drinne und sowas. Und ich freue mich da einfach unglaublich drauf. Ich habe da riesen Bock drauf. Ich will jetzt nochmal eben warten, bis es hier Nacht ist, obwohl die Höhle ist ja direkt nebenan, ne? Es ist ein Riesenprojekt, also es ist ein riesen Modpack, jetzt vielleicht nicht zu vergleichen mit den Feed the Beast Sachen, Infinity oder sowas. Aber ich finde halt trotzdem, dass mit 60, 70 Mods es schon eine Riesensache ist. Und ja, wie gesagt, ich freue mich da unglaublich drauf. So manch einer wird es ja auch kennen. Aber Hexit unter anderem ja dadurch bekannt, dass die großen, hier jetzt nicht namentlich erwähnten YouTuber, was Minecraft Let's Plays angeht, das ja mal in einem Let's Play gespielt haben. Und zwar in es war halt in Minecraft Hero. Ne? Minecraft Hero war eigentlich nichts anderes als Hexit. Laufe ich hier die ganze Zeit nur im Kreis? Da muss ich ja doch darunter. Das nervt mich ja tierisch.
Ja, genau, das war halt eben, hab ich, ja, schön, in eine Höhle gehen ohne Spitzhacke. Schöne Idee, Sascha. Ganz toll. Ja, ich Pfosten. Ja, ihr merkt, also ich bin auch nicht mehr wirklich produktiv in der Folge, also ich mache jetzt hier heute schon noch die Folge und morgen gibt's dann auch noch eine Folge. Aber ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, jetzt hier noch anzufangen und hier, weiß ich nicht, auf Diamantenjagd zu gehen oder sonstiges, macht jetzt halt auch keinen richtigen Sinn mehr, weil morgen werde ich das hier eh beenden und dann hat sich das Projekt auch erledigt. Also wenn ich irgendwann nochmal auf den verrückten Gedanken kommen sollte, ein Vanilla-Minecraft Let's Play zu machen, dann bestimmt mit einer neuen Welt und dann würde ich nicht die hier nochmal aufwärmen. Und dementsprechend, ja. Lasst uns hier ein bisschen rumgehen, lasst uns ein bisschen quatschen, ein bisschen erzählen. Und genau, dass das hier nochmal zum vernünftigen Abschluss bringen. Einfach indem wir hier jetzt noch ein bisschen, ich euch ein bisschen was erzähle, einfach. Wir gucken, dass wir vielleicht mal irgendwie gleich noch ein bisschen in die Höhle gehen. Aber ansonsten. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, macht's jetzt nicht so richtig viel Sinn, hier noch mega produktiv zu werden. Da sehe ich tatsächlich jetzt keinen Sinn mehr drin. Gut, was ich euch noch erzählen kann, ist, ich bin zweistellig. Ich habe tatsächlich 10 Abonnenten. Und ich freue mich da wirklich drüber. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das so ausdrücken soll. Also ich freue mich da tatsächlich drüber. Ich mag das, dass ich Leute mit dem, was ich hier so mache, und ich persönlich komme mir dabei nicht vor, als ob ich damit irgendwie, als ob das irgendwas Besonderes wäre. Aber es gibt anscheinend ja wirklich Leute, die das, was ich hier tue, mögen und die das gerne sehen. Und das freut mich einfach unglaublich. Und für diese Leute, die das gerne mögen, was hier so passiert, möchte ich halt wirklich auch besser werden. Und ja, wie gesagt, die ersten 10 Abonnenten. Ich will auf jeden Fall mal ein fettes Dankeschön raushauen an euch für den Support, den ich bis hierhin bekommen habe. Und ja, auch in diversen Foren möchte ich mich bedanken, gerade was meine Soundqualität angeht. Da habe ich so einige Tipps und Tricks bekommen, wie ich dass das halt vielleicht dass ich da noch ein bisschen dran arbeiten muss. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, möchte ich mich da auf jeden Fall mal bedanken. Das ist super cool. Und ja, hoffen wir doch einfach, dass vielleicht dann auch mit dem nächsten Projekt noch ein bisschen was dazukommt an Abonnenten. Das würde mich auch sehr freuen, weil wie gesagt, ich glaube halt eben, dass ja, ich will jetzt auch nicht zu viel ständig nur über dieses neue Projekt reden, aber ich glaube halt eben, dass mit dem neuen Projekt das alles noch ein bisschen interessanter werden wird. Weil es halt eben ein bisschen mehr zu sehen gibt. Ja, was kann ich euch noch sagen? Apropos Audioqualität, was ich euch noch zur Audioqualität sagen kann. Ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt. Ich spiele ja im Moment mit so einem Sennheiser Headset. Und das hört man dann halt eben auch erstens gerne an diesem, bevor ich anfange zu reden. Zweitens hört man es, wenn ich irgendwie mal atme, tief ausatme oder irgendwie sowas in der Art, dann bekommt man das halt eben mit. So. Das hört man, wenn ich so ein bisschen atme. Was natürlich auch nicht gut ist. Hallo, wo kommst denn du jetzt her? Du warst aber doch gerade nicht hinter mir.
Und deswegen habe ich mir ein neues Mikrofon bestellt, und zwar das T-Bone SC440. Das gibt es bei Thomann im Moment, oder was heißt im Moment, das gibt es wohl schon ziemlich lange, in einem super Angebot. Und da habe ich einfach mal zugeschlagen, weil es ja zumindest für den Anfang laut diversen Foren und Testberichten wirklich gutes Einsteigermikrofon sein soll. Und das ist ja auch das, was ich brauche. Ich brauche definitiv erstmal was für den Einstieg. Ich brauche jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein Rode-Ding für 300, 400, 500 Euro. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Sondern, wie gesagt, tatsächlich für den Einstieg. Und da soll das wirklich ganz gut sein. Ich hoffe, ich kriege das gut eingestellt, beziehungsweise möglichst rauschfrei hin. Aber da bin ich auch ziemlich optimistisch. Ich glaube, ich habe ja auch mit diesem Sennheiser hier es ganz gut hinbekommen. Dann jetzt zum Ende des Projekts relativ rauschfrei zu sein. So, du willst gerne hier rüberkommen und du kommst auch hier rüber. Und dann gehst du aber in die Lava baden. Uah, uah, uah. Das war gar nicht cool, Junge. Hallo? Geht doch. So, jetzt möchte ich darüber, Freunde. Ja, kann ich euch noch irgendwas erzählen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich höre jetzt einfach auf zu reden, weil die Diamanten hier nämlich auch liegen. Eine dicke, fette Diamantenader. Also, das ist der Stolz eines Minecrafters, egal ob man irgendwie was... Meine Güte! Ob man sie noch braucht oder nicht, man nimmt Diamanten mit. Auf gar keinen Fall lässt man Diamanten irgendwo liegen. So. Ja, gut, wieder mal eine Folge, wo ich einfach sehr viel gequatscht habe. Aber ich glaube, ich habe ausführlich erklärt, warum wir vielleicht heute nicht so effektiv arbeiten, wie wir es ja sonst auch nie getan haben. Weil alles, was ich nämlich irgendwie mir erarbeitet habe, ist ja dann immer, wow, ist ja dann immer dadurch verloren gegangen, dass ich gestorben bin. Also effektiv müssen wir jetzt hier mal in Anführungsstrichen setzen, würde ich sagen, ne? Ich glaube, Mr. Effektivität bin ich jetzt auch nicht. Da kann ich nochmal was zu Hexit sagen. Ich werde Hexit nicht auf normal spielen. Ich werde Hexit auf einfach spielen. Ich werde Hexit auf einfach spielen. Einfach aus dem einfachen Grund, dass einfach mir dann nämlich einfacher ist. Nein, aus dem Grund, vielleicht stelle ich es hinterher irgendwann mal höher. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber Hexit ist einfach mit diesen... Es gibt in Hexit noch stärkere Mobs als hier. Und auch wenn es... wenn mich tatsächlich eher das Kampfsystem... jetzt hier dieses 1-10er Kampfsystem... wirklich nervt, so... möchte ich mich doch aber nicht direkt am Anfang in solche Situationen begeben, wo ich dann am Ende wieder irgendwie ständig nur sterbe und tot bin und nicht vorankomme. Das bringt's ja dann auch nicht, ne? So, dass ich mich dann entschieden habe, halt eben zu sagen, okay, wir werden Hexit in, zumindest anfangen auf einfach. Wie sich das dann weiterentwickelt, müssen wir gucken. Wenn's, wenn ich merke, es ist doch zu simpel und wir hauen da alles mit drei Schlägen weg, gerade wenn dann hinterher das Equip ein bisschen besser wird, dann werden wir es umstellen.
Aber wie gesagt, wer Hexit kennt, der weiß, da sind schon ein paar ganz schöne Brocken bei, die es da zu besiegen gibt. Und ich will ja auch, dass ihr Erfolge seht und nicht, wie ihr es von mir hier gewohnt seid, die ganze Zeit nur seht, wie ich auf die Fresse bekomme. Obwohl ich gehe jetzt gerade nach Hause. Also ich beende diese Folge jetzt gleich, wenn ich zu Hause angekommen bin. Und ich bin noch nicht tot. Gut. Es geht draußen in die Dunkelheit. Also ich möchte hier nichts beschwören. Da ist nämlich schon das erste Skelett. Spinni. So, haben wir auch. Wie lange haben wir noch? Na, gute 1,5 Minuten. Und ich möchte nichts mit dieser blöden Hexe zu tun haben. Hier, du kannst gerne kommen. Ist gar kein Problem. Da können wir drüber reden. Wow. Alter. Immer diese Spinnen. Ihr seid scheiße frech, ne? Wo sind denn deine Augen hin? Er hat keine Augen. Die Augen sind weg. Ja, kommt. Euch beide nehmen wir noch mit hier. Was haltet ihr davon? Also das ist ja grundprinzipiell nicht schlecht mit diesem Doppelschlag, dass man damit jetzt immer zwei trifft. Wieso kann der mich denn trotzdem durch die Gegend schmettern, der Typ? Ja, wie, jetzt hast du die Hose ausgezogen und jetzt beendest du das hier oder was? Na, jetzt, nö, jetzt, nö, jetzt reicht es mir aber hier mit euch, ne? Genug Zombies. Nun gut. Dann machen wir für heute hier Schluss. Wir sehen uns dann morgen zur letzten Folge dieses Projektes. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, heute mal so eine Folge, wo ich ein bisschen mehr erzählt habe, wir nicht so effektiv waren, aber ich entschuldige mich dafür, weil, wie gesagt, es ist halt die vorletzte Folge des Projekts. Morgen kommt die letzte Folge, da wollen wir dann nochmal so ein bisschen Terz machen. Wollen wir auch schauen, dass wir mal eine Nacht draußen durchjagen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr öfter mal vorbeigucken wollt. Und ja, ansonsten sehen wir uns halt morgen, ne? Bis denne.